hier. Ah, hier haben wir's. Was ist das denn? Was ist das denn? Lol, was ist das? Auf jeden Fall auch ein Sammel-Item, was wir sammeln müssen. Okay, diesmal gibt es zwei Sammel-Items pro Level. Dieses komische Metall-Ding da, was gerade eingesammelt, was irgendwie aussieht wie eine Metallmaus. Lel. Naja, okay. Gibt's ja mehr zu sammeln. Wie gesagt, ja, ich hätte schon Bock, das alles zu sammeln, ne? Ja, doch. 100% wäre doch geil, oder? Tja, ich könnte mich nicht sehen. Jetzt leider für einen kurzen Moment. Aber komm. So krass Fame werde ich ja wohl nicht gegen diese Opfer hier. Das sind auch alles Nieten bis zum geht nicht mehr. Ja, die werde ich ja wohl nicht fehlen. Selbst wenn ich mich entdecken lasse, schieße ja nur so ein Ding hier ab. Und ja, siehst du, selbst wenn sie mich treffen, ich sterbe, wenn ich instant. Also, das sind alle nur Anfängergegner. No problem. So, jetzt sind wir da hoch. Einen Schwamm kleiner gemacht. Ja, im Prinzip eigentlich können wir eigentlich jetzt so das Level durchspielen, weil wir haben ja alles gehabt. Ja, das ist schon letzter Checkpoint. Wenn nice. Schöne Kettenreaktion. Oh Gott, da kommt schon der erste fiese Gegner. Ein Octobomber sieht ja nicht gerade bombig aus. Na, das ist diese Bomben da ein. Gibt es auch noch fiesere Versionen, die hier früher, ja, die gibt es sicher nicht mehr. Die ja früher hier, Tinfernos abgeschossen haben. Aber ja, da es die Tinfernos ja in diesem Spiel nicht mehr gibt, ja, gibt es die Gegner auch auf jeden Fall nicht in diesem Spiel. Logisch. So, und wer ist eigentlich da? Ja, sind wir. Gut. Ach ja, es wäre wirklich besser, wenn, ja, wenn es hier, wenn die Waffe einfach schneller schießen würde. Naja, hoffentlich kriegen wir bald unsere nächsten hellen Waffen. Denn ja, so wie ich das sehe, müssten eigentlich alle vorkommen, oder? Jede Art von Waffen als hellen Waffe. Ich glaube, die bekommt man dann auch alle, wenn man es durchgespielt hat. Die Musikwelt spricht doch immer von jener legendären Underground-Show vor 2 Jahren. Für alle, die DJ Octario als Vorgruppe und die C-Series als Main Act erleben durften, war die Welt danach nicht mehr dieselbe. Ja. Ich spreche noch von Splatoon 1, also DJ Octario war der Endboss aus Splatoon, aus der Kampagne aus Splatoon 1. Das ist dieser asoziale Endboss, von dem ich gesprochen habe, der als einziges schwierig in der Kampagne war. Und ja. Musik, legendäre Underground-Show vor 2 Jahren. Ja, stimmt, vor 2 Jahren. Hier ist es auch nochmal confirmed, weil Splatoon 2 spielt nämlich genau wie im Real Life 2 Jahre nach Splatoon 1. Genau wie im Real Life auch. Auch geil. So, und wie gesagt, das war gerade eben die Rede vom Endboss. Vor allem auch deswegen, weil diese Underground-Musik, ich glaube damit hier ist sogar der Soundtrack gemeint, der während dem Endboss-Spieler wäre. Der war nämlich ziemlich nice. So, haben wir Level 3. Gut, haben wir. Na, let's go. Ich konnte es nicht lesen, den Namen. Ich glaube, wir bekommen ihn aber gleich nochmal gesagt, oder? Hallo? Octocopter im Abendrot. Okay. Ja, wir bekommen ihn nochmal gesagt. Octocopter, alles klar. Der Name sagt mir irgendwas, aber muss nicht sein. Was ist das denn? Lol. Okay. Das ist auf jeden Fall ein neues Objekt. Aber das war ja auch schon in einem Trailer gezeigt, dass es neue Objekte gibt. Gibt es auch noch viele, viele andere neue Objekte, die es in Splatoon 1 nicht gab. Also ja, das ist nicht das einzige. Viele, viele weitere Objekte, die noch verdammt neu sind und die es in der Kampagne von Splatoon 1 nicht gab. Hui. Ja, wie sagst du einem das hier? Hui. Nice. Finde ich cool, das neue Objekt.
Tschüss. So, dann jumpen wir gleich rüber. Erstmal hier mal kurz reingucken. Ah, hier, guck mal. Aber wir müssen uns weiterhin umsehen. Wir müssen uns weiterhin umsehen nach den Schriftrollen. Bin mir sicher, in späteren Leveln können die sehr, sehr assi versteckt werden. So werden sie sich bestimmt ganz richtig asozial verstecken. Boah, habt ihr denn gerade den Jump gesehen, Alter? Der war mega nice. Was ist das denn? Was ist das denn? Oh Gott. Was ist das denn? Oh, was Neues. Lel. Neue Gegner gibt es da natürlich auch, ist klar, aber das Ding hier kenne ich gar nicht. Also es wurden einige, wurden nämlich auch einige Gegner in den Trailern gezeigt. Ich glaube sogar ein Boss. Ja doch, definitiv auch mindestens ein Boss wurde gezeigt. Oh Gott. Ja, wo soll ich jetzt da? Achso, ich sehe es schon, wie man an die rankommt. Diese Metallmaus. Ich nenne sie jetzt einfach mal Metallmäuse. Kann sein, dass ich mich täusche, aber für mich sehen es aus wie Metallmäuse. Jump! So. Hui. Ach geil. Ist schon geil. So, hier. So. Jetzt herlachen. Nur weil du weit entfernt bist, bist du trotzdem nicht stark. Genauso ein Lappen wie die anderen. So, ein Ballon. Können wir so aufpassen, so. Alter, was sind das für Dinge? Für Dinger? Keine Ahnung. Ich kenne die Dinger nicht. Ein Item. Mehr nicht. Gut, dann nicht. Okay, hier hoch. Oh Gott, da muss man richtigen Zeitpunkt. Ui. Naja, so schwer war es jetzt nicht. No problem. Bom. Oh. Ah, okay. Die nehmen sich ein bisschen Zeit extra. Ui. So. Und aha. Aha, ich glaube, wir haben die Schriftrolle gefunden. Aha. Ich glaube, wir haben die Schriftrolle gefunden. Ui. Ja, Tatsache. Nice. Cooles Versteck. Okay. Jetzt sind wir da irgendwie drauf rumgeschlittert. Eigentlich ist es ja so, dass man da durchgeht, aber jetzt sind wir irgendwie da drauf gestanden. Lol. Auch eine neue Sache. Ja, in diesem Level bekommen wir ziemlich viel neuen Stuff. Lol. Als ob. Als ob da gerade eine Kiste gespawnt ist, weil ich da Tinte verteilt habe. So wie ich das gesehen habe. Ich habe die Tinte verteilt und da ist eine Kiste gespawnt. Oh Gott, ich hätte die vorher auslöschen müssen, oder? Okay. War aber trotzdem kein Problem, gut. So, Sammel-Items haben wir alle, also... müssen jetzt, oh Gott, nein! Der soll die Sniper darstellen. Nicht die Sniper, die MG! Weil er verdammt schnell ballern kann und einen verdammt schnell ownen kann. Verdammt fiese Gegner, waren schon in Splatoon 1 nervig. Ui. Jetzt der Checkpoint, okay, das ist ein altes Flash scharf. Kommen wir nochmal so ein Stuff hier. Ui. Jump. Boah, cooler Jump. Und Ziel. So. Cooles Level. Octocopter habe ich aber irgendwie nicht so verstanden. Was meint ihr denn mit Octocopter? Diese Kringeldinger da, diese neuen Gegner da, das sind die einzigen. Oder meinst du? Nee. Hä? Auf dem Bild ist ja eigentlich das, was eigentlich der Name auch bezeigt, aber diese Plattformen wurden darauf gezeigt. Hä? Lol. Verstehe ich irgendwie nicht. Naja. Wir ziehen um. Das Kalmar-Senal zieht demnächst um. Wir freuen uns auf ihren Besuch in unseren neuen Räumlichkeiten. Ja, was auch immer. Was auch immer. Ich habe nichts verstanden. Na, auf jeden Fall bezüglich hier, stimmt, ich wollte noch eins sagen, nämlich bezüglich Bosse, wurde nämlich leider auch schon, wenn ich mich nicht täusche, sogar der Endboss geteasert, soweit ich weiß. Ich habe nämlich schon eine Vorahnung, wer der Endboss ist, also ja,
weil es geteasert wurde in dem Splatoon 2 Trailer für den Offline-Mode. Da wurde schon geteasert, glaube ich. Und ja, also zumindest wenn man ganz genau hinschaut, dann kann man eventuell wissen, wer der Endboss ist. Aber naja, bin mir noch nicht so sicher, von daher, ja, machen wir einfach den ersten Boss-Level, ja. Schon nach 3 Level kommt der erste Boss-Level und das ist Brotzeit mit Octobuck. Bosser waren als Platoon schon eine geile Sache in der Kampagne. Und das Battlefield sieht fast gleich aus, nur die Umgebung ist anders, sonst ist es auch wieder so ein runder Raum. Und da ist der Elektrowels in der Lampe eingesperrt. What the? Was ist das denn? Was ist das denn? Voller köstlicher Überraschung. Was? Der Name konnte ich nicht lesen. Was ist das? Was ist das? LOL. Also, Toaster, okay. Ist ja geil. Ja, was soll ich jetzt damit machen? Wie soll ich den besiegen? Ah, Momentchen. Ich muss auf jeden Fall zu ihm hoch. Ah, okay. Verstanden. Bam, 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 bam. Den Tag abschießen. Und er ist Lehm abgezockt. Oh, direkt in die scheiß Tinte drin. Scheiß Farbe drin. Die gegnerische Farbe natürlich. Was? Wow. Er hat seinen Ofen ein wenig ein kleines Upgrade gegeben. Jetzt hat er diese. Und diese Dinger hat er jetzt gemacht. Ach du Scheiße. Aber so gar keinen Bock. Krieg mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Ich muss hier mal ein bisschen Tinte verteilen, damit ich hier nicht etwas mehr ausbreiten kann. Ach, die Gesichter von den Dingern sind auch voll lame. Von den Toasts. So der Toasts. So und nimm das dreckige Tentakel. Aber ich sag's ja, die Waffe ballert einfach zu langsam. Dauert ein bisschen, wenn ich den Tentakel down kriege. Ich brauch eine schneller schießendere Waffe. What? Ah, jetzt kann ich nur an bestimmten Stellen hier einfärben. Wow, 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 was ist das denn? No, no! No! Ich muss mich ganz schnell fortbewegen, ich muss hier einfärben. Nein! Oh Gott! Das hat ja alles perfekt in seine Farbe eingefärbt. Verdammte Scheiße. Ich habe ein kleines Problem. Boah, hör doch auf. Das ist doch lächerlich. Der Toast sieht zumindest lächerlich aus. Okay, los hoch! Und jetzt habe ich keine Tinte mehr. Perfekt. So, und los. Der Typ ist Toast. Okay. Oh, jetzt ist angebrannt. Ein bisschen angebrannt. Okay. Bam. So. Jetzt sieht es schon besser hier aus von der Farbe her. Und natürlich bekommen wir es hier wie auch schon das Splatoon 1. Normalerweise war es ja eigentlich eine Schriftrolle, aber jetzt bekommen wir einfach instant hier die Maus repräsentiert. Ja, okay, gut. Gib mir einfach den Elektrowelt. So. Okay, was für ein erster Boss. Nice. Im Übrigen habe ich glaube, ich habe vergessen zu sagen, dass ich das im Übrigen hier blind spiele. Also, ja. Wie gesagt, ich kenne nur die Dinge, die in den Trailern geteasert wurden. Sonst kenne ich gar nichts. So, Arbeit Nummer 4. Ich wusste auf dich, das war das. Eins muss man den Octarianern lassen. Sie sind erfinderisch. Einfach mal so die Octobots reaktivieren. Raffiniert. Tja, völlig unerwartet kommt das jetzt auch nicht. Also habe ich vorgesorgt. Mal sehen. Artie.
Nee, Arti, bist du da? Over. Ja, hallo, ich empfange dich, klar und deutlich, Limone. Es ist meine Ehre, der offizielle Lieferant des diesen Unterfangs zu sein. Kyle Marzinal, 542 Millionen Jahre im Dienst des Kunden. Ihr findet uns und eure zukünftigen Waffen direkt neben der Lobby im Kopolisplatz. Sagt mir, dass ich euch schicke, hihi. Limone hat mich bereits vollumfänglich informiert. Ich freue mich, dass ich die neue Aquamarine unterstützen kann. Allerdings kann ich meine kostbaren Waffen nicht einfach so hergeben. War irgendwie klar. Also dachte ich mir, dass ihr vielleicht ein paar meiner Waffenprototypen testen könntet. Testen bedeutet in dem Fall, damit durch die Gegend ballern. Auf diese Wege könnte ich wichtige Daten sammeln. Und mit diesen Daten kann ich dann markttaugliche Versionen dieser Waffe in meinem Laden anbieten. Das heißt, man könnte sie dann in Revierkämpfe einsetzen. Das wäre was, oder? Na klar. Das sollte jetzt erstmal reichen. Danke, Arti. Ach du Scheiße. Der Fokus ist ja mal mega kacke. Merke ich jetzt erst. Und der geht auch nicht besser irgendwie. Ist wahrscheinlich diese Farbe da, ist irgendwie ein bisschen doof. Das ist also die aktuelle Lage Nummer 4. Bleib spritzig. So, jetzt geht's wieder besser. Ah, müssen wir jetzt mit leben. Das ist halt bei diesen Szenen irgendwie ein bisschen scheiße aussieht. Müssen wir jetzt mit leben. So, da können wir jetzt zur nächsten Zone. Super. Das Warten ist vorbei. Jetzt kannst du die Karmesan-Kiste bei der Kuttefisch-Kajüte am Anfangspunkt nutzen. Mit Hilfe dieser Kiste kannst du deine Waffen aufrüsten und deinem Arsenal neue Bombenarten hinzufügen. Ah! Da können wir die Upgrades machen. Du brauchst kein Geld dafür, nur Fischeier und Archovium. Findest du alles hier im Octo Canyon oder den Versteckten? Ah! Ah! Dafür sind diese. Diese Mäuse da, die wir da die ganze Zeit einsammeln. Dafür sind die da. Aber wo ist die Upgrade-Kiste? Sag mir, wo ist die Upgrade-Kiste? Ich will upgraden. Ah, hier ist sie. Okay. So. Was brauchen wir denn dafür? Zwei so eine Mäuse und 800... Toll. Kann ich nicht. Zwei so... Alter, bin ich eine arme Sau. Ja, die könnte ich mir kaufen, die will ich aber nicht. Gut, dann kaufe ich mir lieber die hier. Diese Roboterbomben da, die Robobombe. Ja, okay. Müssen wir noch ein bisschen sammeln, um den Rest zu bekommen. Guck mal, leider meine Waffen noch nicht verändern. So, warte, können wir den gleich mal ausrüsten, oder? Ja, halt wie im Online-Mode. Oh ja, wo geht's denn jetzt zur nächsten Welt? War das nicht hier? Hier war's. Okay, gut. Hier geht's dann zur nächsten Zone. Ich wähle zur nächsten Zone. Saugnapf ausguck. Geile Animation. Ich werde zur nächsten Welt jumpen. Cool. Ach ja, und da geht's wieder weiter. Das Suchen der nächsten Level. In der Mitte ist der Boss. Und ja, den können wir noch nicht betreten. Wir müssen jetzt mal die anzocken. So, dann suchen wir uns mal Level 4, ne? 4, genau. Aber erst würde ich sagen, versuchen wir mal erstmal hier ein bisschen einzufärben. Um halt die Level zu finden. Können sie denn sein? Kann ich hier hoch? Ja, hier kann ich hoch. Ist hier oben gleich mal eins? Ne, hier ist so ein Teil. Ach, und das bringt mich hier hin. Okay. Was ist das? 8. Das ist 8. Fuck. Wir suchen aber 4. Hier ist verdammt viel Farbe. Das können wir wegmachen hier. Ich weiß es nicht, ob das alles gespeichert bleibt oder ob das überhaupt was bringt hier. Weiß jetzt nicht, aber ich mache es einfach mal so. Das ist jetzt bei der ersten Welt nicht so, bei der ersten Zone. Ich sage mal Welt. Ich weiß, es ist eine Zone. Ist bei der ersten Zone nicht so aufgefallen, wie das jetzt ist, ob das gespeichert bleibt oder nicht, das ganze Einfärben hier, aber ja, wir werden es ja sehen.
Geschwindigkeit bis hier mal ein bisschen ein. Kann ja nicht schaden.